willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt wieder zurück in Deutschland. Wie man sieht. Und wir haben ein lustiges Fressnapf gekauft. Guck, wenn man hingeht. Du bist keine Katze, ne? Ja. Cleo. Na? Cleo. Dann geht die nämlich auf. Ja, und dann können sie essen. Und dann, guck, in einer Minute wieder geht sie wieder zu Mama. So, was macht ihr heute so? Also wir müssen erst in den Baumarkt, um noch ein bisschen Deko zu kaufen. Noch mehr Deko? Nicht für hier. Ach. Und dann gehen wir später noch in so ein Outlet und gucken mal, ob wir euch da mitnehmen können. Und ich gehe aufs Auto treffen. Und die da geht aufs Auto treffen. Zeig euch mal was. Total süß. Oh, haben sie gestört. Jetzt wollen sie wieder an die Zitzen. Guck mal, hat sie keinen Bock mehr. Abgefahrene Bude hier. Hier liegt ein Hund. Nicht, dass du denkst, es sind alles Hunde, ne? Es sind Katzen. Und es gibt auch ein paar Hunde. Hier kann man richtige Semidepression schieben. Ja, guck mal. Da. Pass auf, ich zeig dir einen Hund in diesen ganzen Katzen. Hund, Hund. Hund. Das ist, hey, es ist ein Zoo, ich schwöre. Das ist alles völlig normal hier bei uns. Na, Mausi? Na? Geht's dir gut? Die bekommen jetzt Halsbänder, bekommen die jetzt mit Namen drauf. Mama hat Halsbänder bestellt mit Namen drauf. Die haben übrigens alles Namen. Das ist zum Beispiel Christian. Gray. Christian Gray. Dann haben wir da noch Sebastian. Wo ist Sebastian? Das ist Yellow. Das ist wie die immer vorkommt. Guck mal, Achtung, Achtung. Oh Mann. Yellow Submarine. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch mehr Hunde oder noch ein Hausschwein oder sowas. Nee, nee, das reicht jetzt, oder? Alles ordentlich. Ellie? Ich bin keine Katze. Oh. Es war sehr, wie soll ich sagen, entspannt. Also die sind wirklich, Hallo. Na? Ja. Mama? So, Leute, die Mama packt jetzt endlich nach 3 Tagen den Koffer aus, ne? Nee, einer. Von einer? 100 Koffern. Und die Katzen helfen ihr ein bisschen dabei, ne? Würde ich sagen. Oh, Cleo. Cleo, riech mal. Ah, du warst so in dem Laden da drin, ne? Ja. Da wollte ich die ganze Zeit rein, ne? Guck mal, Cleo. Riecht lecker. Guck mal. Bier so abgenommen. Jetzt tat uns gleich der Tierschutz wieder an. Ja, weil wir sie an Räucherstäbchen riechen lassen. Die Katzen dann nie mehr und so weiter. Geruchssinn haben können. Die haben wir jetzt Frösche mitgebracht. Die wiegen ungefähr 1 Kilo. 1 Kilo pro Frosch. Perfekt. Ich glaube, der wiegt 2 Kilo und das wiegt 1 Kilo. Das war richtig blöd, oder? So was mitzunehmen. Nee, das ist richtig süß. Guckt mal, Leute. Wunderschön, Hanna. Wunderschön mit Ibiza. Wo ist Marlena? Wo ist Marlena? Gute Frage. Keine Ahnung. Bei Oma. Ah ja, okay. Jetzt, was wollt ihr machen? Sieht wunderbar aus mit dieser Mütze. Ja, er ist jetzt kein Mexikaner mehr, er ist jetzt eine Klorolle. Oder? Obdachloser Handwerker. Nein, also du bist doch nur die. Ein Obdachloser hat keinen Handwerkerjob. Eben. Aber eine Bauarbeiterhose. Ich finde, er ist ein Mützikaner. Was ist denn? Ein Mützikaner. Nee, sowas hatte mein Opa früher auf der Hutablage. Aber da war die Klorolle drunter. Die Story hat sie vom Papa geklaut. Ah, ja, das musst du jetzt aber doch also nicht sagen. So, was machen?
Ui, Leute, heute ist echt der Wurm drinne. Also ich habe mich heute echt auf das Video gefreut, aber heute soll es einfach irgendwie nicht klappen. Hannah hat super schlechte Laune, will einfach irgendwie nicht mitmachen. Das Wetter ist total komisch, es tröpfelt immer mal wieder. Wollt ihr mal sehen? Ich weiß nicht, ob man was sieht. Ist zu hell wahrscheinlich. Aber ich will heute einfach nicht die Pferde. Wir können gleich noch zu den Pferden gehen, aber ich hole sie heute nicht raus. Mir geht es heute generell nicht so gut, weil ich muss morgen generell wieder in die Schule und das nimmt mich einfach mit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin einfach kein Schultyp. Also ich habe echt ein Riesenproblem mit der Schule, muss mich echt zusammenreißen. Ja, deswegen ist heute einfach ein bisschen schwierig. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, muss mich noch für die Schule vorbereiten. Ich glaube, es geht vielen von euch so und dass man sich da einfach zusammenreißen muss und dahin gehen muss. Genau. So, jetzt muss ich das Bett noch überziehen. Dann habe ich, glaube ich, alles für heute getan. So, diese Hochbetten sind echt ätzend zu beziehen. Aber wenn es dann fertig ist, dann bin ich auch wieder froh. So, ich wollte euch jetzt mal kurz was erklären. Zum Geburtstag habe ich quasi sowas. Ich habe ein Pferd geschenkt bekommen, also ich darf mir eins aussuchen, weil die Cheyenne ist ja auch etwas älter jetzt und ich bin auch etwas größer geworden. Und jetzt krieg ich halt ein neues Pferd, weil wenn ich mit der Cheyenne, mit der mache ich halt dann auch was. Aber wenn ich mit der zu oft reite oder ins Gelände gehe und so, dann die ist halt auch alt und ich werde größer, deswegen ja, kann ich sie halt dann nicht mehr so oft reiten und deswegen kriege ich jetzt ein neues Pferd. Wir nehmen euch auch mit, wenn wir das Pferd quasi anschauen und ich weiß jetzt noch nicht welches Pferd, aber ich habe noch keins im Sinne, aber wir gehen jetzt da mal hin und gucken uns ein paar Pferde an und da nehmen wir euch auch mit. Ja, ich hoffe mal, dass ich mal ein Pferd finde. Und ja. So, hallo Leute. Wir gehen heute schießen. Doch, ist an. Echt? Ja. Maschallah. Hallo. Und Diana und Marlina sind auch dabei. Und wie heißt das? Soft Air, ne? Soft Air. Dann CO2, genau. Geschossen. Gehen wir heute schießen und gucken, wie das ist. Salz ab 18, ich bin 20. Für die Kinder mit aufs Privatgelände und da. Mama sagt, wir sollen uns nicht im Kopf schießen. Perfekt. Ich glaube, das schaffen wir gerade so. Das ist die Tasche voll. Die ist echt heavy. Die hat gut was drin. Deswegen. Okay. Jetzt ein Gemetzel. Dann fahren wir jetzt mal zu dem Ort. Vielleicht wird ja heute noch einer angeschossen. Ich nicht. Ich? Nein. Ich! So, ich sitze jetzt hier. Was war das jetzt hier, Hannah? Und war doch Philipp. Ich fahre nämlich heute. Die Kinder müssen. Das sieht man eben. Die Kinder müssen hinten im Anhänger sitzen. Perfekt. So, Leutchen, wir sind jetzt da. Und ich frage mich gerade, wie viel wollen die trinken? Die ist einfach gerade auf der Kamera gar nicht sichtbar. Zieh die mal auf. Easy. Okay. Sexy. Und Hannah hat die coolen Kügelchen. Leute, nein. Leute, da war eine Kakerlake. Wir gehen jetzt erst einmal die da hier aus. Was ist das? Ist die für uns? Darf man das überhaupt, Waffen auf YouTube zeigen? Ja, klar, sind ja erlaubt. Ich meine, das sind ja nur Softwares ab 18. Ich bin 18, also über 18. Und ich bin 6. Fast. Das schneiden wir raus. So, und hier drauf schießen wir jetzt. Auf genau, so auf Schweine. Schweine, also auf dich. Nein. Und auf so Zielscheiben. Und ich habe voll die doofe lange Hose angezogen, weil es ist voll dreckig hier, ne? Waffenarsenal. Komm, wir zeigen. Warte, wir machen hier einen Cut. So, er stellt uns jetzt die Waffen vor. Macht kurz und bündig, nicht so viel labern. Das ist ein Colt von Springfield Armory. Das interessiert die jetzt nicht. CO2. Dann haben wir
Das ist meine, das ist für die Kinder. Voilà. Das ist eine Sig Sauer SP2022. Kannst du die Schutzbrille mal ausziehen? Perfekt. Dann haben wir noch eine 4,5 mm Colt Defender. Ist die für mich? Nein. Auch CO2 betrieben. Super. Genau, und mein persönliches Highlight, der hier. Er ist natürlich, mashallah. Auch mal eine coole Pose. Ja, okay. Das war's. Ja, saut. Nein. Genau. Super. Dann würde ich sagen, lass mal die Kinder, wir erst zuerst schießen und ich dann zuerst, die Kinder. Ich zuerst, bitte. Aber ich muss jetzt mal gucken in der Kamera, wie ich aussehe mit der Schutzbrille. Super. Freut mich. Du hast geschossen, ohne dass ich drauf habe. Er macht den ersten Schuss. Hast du was getroffen? Nein, schwarze. Ja. Nein. Du hast so ein Schwein getroffen. Nein. Ja, jetzt hast du, ja. Warte mal, komm, wir gucken schnell, ob das da durchlöchert ist jetzt. Und wohin hat er getroffen? Da. Dahin hat er getroffen. Und da hat er auch noch getroffen. Und dahin hat er getroffen. Ach, mies. Und kein Flying hat er. Nee, ich habe auch nicht auf Schwein. So, jetzt will ich. So, die Dame ist jetzt dran, mit dem Colt zu schießen. Oh je. Yeah. Warte. Ach, ich muss das hier heben, ne? Ja. Warte. Durch Kimmer und Korn, du kennst. Ja. Perfekt. Ach, ich treffe das nicht. Also sie zielt. Sie meint auf die Schweine. Ah, halt, Frau. Keine Ahnung. Getroffen hat sie noch nichts. Aber. Jetzt trefft es doch. Nee, hast du das Schwein nicht erlegt. Man muss auch sagen, wir sind hier bei einer guten Distanz von ca. 12 Metern. Ist schon schwierig. Ah. Die Dinger sind so schnell, man sieht sie gar nicht. Nicht schlecht. Jetzt mal gucken. Warte, machen wir so. Na, das war's jetzt auch nicht. Doch, natürlich hab ich hier getroffen. Mehr als besser. Ach, du hast da gezielt. Hier, guck mal da. Okay, gut, komm. Gucken wir mal. Da. Anfang. Ah, du hast da hat immer besser gemacht. Okay, das sind ihre. Und das sind deine. Nein. Da hast du auch noch. Komm, warte. Ja, Hanna, komm, schieß mal mit mir. Hanna, komm mal und, her. Ja. Komm, du darfst jetzt mal mit der. Ich will. Meine ist leer, oder? Kurze können wir gar nicht nachvollziehen, wer leer. Super. Und jetzt zielen. Hey. Yeah. Yeah. Nein, nicht. Guck mal. Schieß. Guck mal, wenn du ein bisschen höher gehst und dann guck, dass dieser Punkt dazwischen ist. Und der Punkt muss auf dem Hase zeigen, okay? Hey. Du kannst auch mal auf Schwein zielen, wenn du willst. Mhm. Okay, kann man damit so schlecht zielen? Ne. Okay, stopp. So, jetzt sind wir fertig mit Schießen. Wir haben jetzt auch. Wie lange haben wir geschossen jetzt? Schon eine gute Stunde, sage ich mal so. Ich glaube, es hat jeden Fun gemacht. Wir gehen jetzt noch heim, gucken, was da so geht, filmen das auch. Genau. Hat es euch Spaß gemacht? Ja, immer gut. Also, das Fazit ist: 2 Schüsse wurden daneben geschossen. Die waren von mir. Mhm. Das war ganz am Anfang. Ja, ja. Hier. 3 Schüsse daneben. Ja. Und das habe ich drei, ins Schwarze getroffen. Und 3 ins Schwarze. Kara. Ja. Ist nicht schlecht. Kann man so stehen lassen. Eine Weg Kugel damit. Gefunden. Weg damit. Da kann man nichts mehr anfassen. Da ist ein Haufen drin. Schon mal nicht schlecht. Es ging leider nur einer runter, dafür hatten wir halt nicht genügend Druck. Es liegt auch immer daran, wie kalt es ist, welche CO2-Kapseln drin sind. Sie waren nicht die neuesten. Demnach, wir haben es ca. 12, 13 Grad, das ist jetzt nicht so warm, nicht optimal, aber du hast sie angewöhnt.
Du hast dich angewöhnt, mich anzugucken, wenn du in die Kamera redest und nicht in die Kamera. Ich will auch nicht da reingucken, ich will ja dich anschauen. So, nachdem die jetzt alles verschossen haben, was ewig ging, was ist das los? Was ist das? Hast du einen Kranken? Nee, was ist das hier? Siehst du das hier nicht? Nee. Was ist das? Mann, die Leuchte oben auf dem Groupie. Oh, du hast mich so erschrocken. Mach's aus. So, jetzt fahren wir endlich nach Hause. Ist schon dunkel, ne? Ja. Okay. Perfekt. War toll, war ein toller Tag. Ja, ne? Auch gerade für uns. Ja. Aber was ist heute für ein Tag? Weiß ich nicht, was ist heute für ein Tag? Ja, sag schon, was ist für ein Tag? Sag. Ja, 5 Monate. Wow, wir sind jetzt 5 Monate schon zusammen. 5 Monate halte ich schon mit dir aus. Halte ich schon mit dir aus? Ja. Okay. Geht jetzt auch dunkel. Ich glaube, wir sollten mal losfahren. Ja.